Aber es ist normal. Also ich will hier nicht normalisieren, dass es nicht anstrengend ist. Es ist anstrengend für mich. Es ist anstrengend für mich, Frühdienst zu machen. Ne? Danke fürs Folgen. Vielen, vielen Dank. Es ist für mich sehr, sehr anstrengend, Frühdienst zu machen. Und es ist super, super anstrengend für mich, dann den Weg auf die Arbeit zu gehen mit der U-Bahn und wieder mit der U-Bahn zurück. Es ist anstrengend. Und dann auf Station zu arbeiten, bla, bla, bla. Aber es zahlt sich am Ende des Tages, glaube ich, ganz gut aus. Das ist okay dann. Also es ist dann, ja, es darf sein. Das ist in Ordnung und let's live. Und jeder, der sich selbstständig machen will, der muss noch mehr arbeiten. Das sage ich mir immer, der muss 24/7 arbeiten. Ich habe Freunde, die sind selbstständig. Der eine ist ein BWLer und der hat eine eigene Firma und dann sehe ich halt immer, die arbeiten, also die gönnen sich schon oft was, ne, muss man auch sagen. Aber die arbeiten halt vom Montag bis Samstag oder bis Freitag meistens von 7 bis 24 Uhr. So, das ist deren Leben. Und am Wochenende meistens dann auch noch Pipapo und dies und das kommen natürlich auch noch mit dazu, ne? Das ist auch krass. Das ist richtig heftig und ja, das ist halt Selbstständigkeit. Deswegen, wenn ich heute um 13:20 Uhr auf der Arbeit rumtorkele und um 22 Uhr zu Hause bin, dann ist das gut, weil ich konnte jetzt ganz viel machen. Ich muss ja nicht TikTok machen, ne? Ich kann ja viele andere Sachen auch machen, aber das TikTok soll halt auch so eine Sache werden für mich, mit einer gewissen Reichweite, um was zu erreichen. Aber es ist jetzt nicht mein zweites Standbein oder so, würde ich jetzt nicht so meinen. Aber es ist so cool, so gut, es ist ganz nett mit euch hier. Ne? Aber ja, ich finde es auch krass, wie viel Kontakte man hier knüpft und wie intuit man hier einfach ist. Es ist so krass, Leute, es ist echt heftig. Und ich habe so viele Leute, so viele liebe Leute kennengelernt und es ist mir wichtig zu sehen, einfach auch. So, ich muss mich jetzt verabschieden von euch. Ich muss jetzt zum Spätdienst. Ich muss noch meine Tasche packen und mir Socken anziehen. Und ich würde euch mal eins sagen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt über mich. Ich hasse Schuhe, ich hasse Socken und ich würde am liebsten einen ganzen Tag barfuß rumlaufen. Danke fürs Folgen. Ich muss einen ganzen Tag mit Schuhen rumlaufen. Das finde ich furchtbar. Ich finde das so, so schlimm. Und ich würde am liebsten den ganzen Tag barfuß. Und ich bin im Winter immer barfuß. Überall bin ich barfuß. Außer halt natürlich in der Stadt oder so. Das wäre ja komisch. Aber ansonsten überall. Socken aus, alles aus. Also an den Füßen. Und dann bin ich barfuß. So, das war's jetzt von mir. Das ist nur ein Fakt von mir, ne? Und für alle Sockenkäufer, ich habe nichts für euch. Also, ich werde so oft nach meinen Socken gefragt, nach meinen getragenen Socken, ob ich die schicken kann. Nee, ich habe keine, weil ich keine anziehe. Ne? Okay, Leute, das war's von mir. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Nehmt alles mit an Energie, falls ihr jetzt das Gefühl habt, ihr habt einen schlechten Tag. Der Tag hat noch 11 Stunden, 30 Minuten ungefähr. Ihr könnt noch was Gutes aus dem Tag machen. Der Tag geht bis 24 Uhr. Der Tag ist noch jung. Ihr könnt noch viel schaffen, ihr könnt noch viel erreichen. Wenn ihr was machen wollt, dann macht es. Ne? Ich wünsche euch einen wunderwundervollen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Okay, ciao.